bin Janina, bin 20 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Konditorin. Meine Forderung an die Politik ist mehr Austausch zwischen den Berufsschulen, der Handwerkskammer und dem Betrieb. Das Einzige, was ich mir ein bisschen gewünscht habe, wäre mehr Austausch zwischen der Handwerkskammer, der Berufsschule und dem Betrieb an sich. Genau, und weil da ja einfach mehr ein bisschen Flexibilität für die Auszubildenden, was sowas wie Berufsschule angeht, was jetzt eben gerade schon angesprochen wurde. Genau. Einfach etwas mehr Flexibilität, auch von den Betrieben, was das Nachholen vom Unterrichtsstoff konkret angeht, weil wir das Gefühl haben, dass wir ziemlich viel verpassen, was auch Online-Unterricht angeht. Und einfach, dass man, wie schon gerade eben angesprochen wurde, sagt, dass man eine Woche mal komplett Blockunterricht hat oder einfach ein bisschen mehr die Möglichkeit bekommt, einfach den Unterrichtsstoff nachzuholen. Mhm. Genau. Weil wir haben auch tatsächlich etwas Angst, dass wir irgendwann in ein, zwei Jahren dann als der Corona-Jahrgang abgestempelt wird, der sowieso weniger weiß und vielleicht auch Angst haben, dass unsere Prüfung vereinfacht wurde oder vielleicht sogar komplett weggelassen wurde. Und das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich genau die gleichen Voraussetzungen wie jede andere Prüfung, nur etwas mehr Zeit. Also wir hatten natürlich das Problem, und ich darf das vielleicht in drei Teile gliedern, die Antwort. Einerseits diese Korrespondenz oder diese Flexibilität und der Austausch zwischen den Betrieben der Berufsschule und der Handwerkskammer. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es einen Berufsbildungsausschuss, da sitzen Berufsschullehrer, sitzen unsere Handwerksmeister drinnen und wir von der Handwerkskammer, um generell den Informationsaustausch sicherzustellen. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung zu dem Thema Corona: hatten wir natürlich alle eine besondere Situation. Und es war in den Schulen schon schwierig genug, aber da konnte man noch Distanzunterricht und über Zoom und Office 365 irgendwie den Leuten noch und den Schülern noch was mitteilen. Wir haben das Problem in der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung, muss ich den Insidern nicht sagen, da geht es um praktische Tätigkeit. Und da hat uns natürlich die Pandemie einen üblen Streich gespielt, weil mit Distanzunterricht und Video in einer praktischen Unterweisung, also ich kann nicht schweißen per Video, ja, also das kann man versuchen, wird aber nichts. Oder wenn der Elektriker irgendwie Leitungen aufbauen muss, das muss man in Präsenz machen. Und jetzt dritte Bemerkung, und ich sage das jetzt wirklich nicht, weil ich jetzt hier sitze, hohen Respekt und hohe Anerkennung vor Ihrem Hinweis, wir wollen keine Ausbildungsprüfung Light haben oder was auch immer. Wir haben das Problem, dass wir jetzt das, was versäumt wurde an praktischer Ausbildung, dass wir das natürlich nachholen wollen, soweit es irgendwie geht. Wir haben allerdings ein Problem. Die Welle, die wir vor uns herschieben, ist natürlich relativ groß, an ausgefallenen Unterrichtseinheiten das nachzuholen. Wir haben aber nur unsere Ausbildungsstätten, die Sie kennen, Schweißwerkstätte, Lackierwerkstätte, die gibt es nur einmal. Und meine Ausbildungsmeister gibt es auch nur einmal. Was bedeutet, ich kann nicht 48 Stunden am Stück Tag und Nacht beschulen. Ich habe Arbeitszeitvorschriften einzuhalten für unsere Ausbildungsmeister. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kriegen wir das hin? Wir werden das als Notmaßnahme versuchen zu komprimieren und versuchen natürlich die Lücken aufzuholen und auf die Bedürfnisse unserer jungen Handwerker einzugehen. Eine Sache, die ich sagen wollte, war zum Beispiel die Kommunikation, die habe ich jetzt dieses Jahr, besonders in der Corona-Pandemie, eher weniger bemerkt. Ein gutes Beispiel war, dass als meine Klasse in die Überbetriebe gegangen ist, die eigentlich schon 2020 geplant war, Ende 2020, hat jetzt nur vor ungefähr einem oder anderthalb Monaten stattgefunden. Und die Einladungen dazu kamen in der Woche vorher. Normalerweise kamen die, was weiß ich, einen Monat vorher oder sowas. Ich verstehe, dass es schwierig ist, vorzuplanen, besonders mit den Inzidenzen, die ganze Zeit schwanken. Trotzdem finde ich, dass die Kommunikation zwischen Betrieben, der Berufsschule und den überbetrieblichen Zuständigen, der Handwerkskammer zum Beispiel, aus meiner Sicht zumindest ein bisschen zu wenig war, ein bisschen schwierig war. Hundertprozentig recht. An Ihrer Stelle hätte ich es noch deutlicher formuliert. Mir fielen da noch ganz andere Worte ein. Aber das, was Sie rügen,
stimmt, und ich will Ihnen jetzt einmal versuchen zu sagen, wo unser praktisches Problem liegt. Einen Punkt haben Sie schon angesprochen, diese Berg- und Talfahrten teilweise bei den Inzidenzzahlen. Also wir haben wirklich versucht, und großes Lob auch an unsere Mitarbeiter, wir haben ja am Wochenende komplett durchgearbeitet mit Hotlines, wir sind auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf der Homepage, auf unserer E-Mail-Verteilerliste für die Newsletter und haben das, was wir erfahren haben, also wirklich schnellstens weitergegeben. Folgendes haben wir umgesetzt. Erstens, wo es uns möglich war, haben wir die Prüfungen verschoben. Das ging im regionalen Bereich und konnte sicherstellen, dass der Stoff nachgeholt wurde. Zweitens, bei der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung, kurz ÜLO genannt, haben wir 4 Maßnahmen umgesetzt. Wir haben eine Prioritätenliste der Prüfungsinhalte erstellt. Wir haben mit dieser Priorisierung die Kurse noch kompakter gemacht. Wir haben zusätzliche Dozenten engagiert und konnten dadurch mehr Kurse anbieten und auch zusätzliche Kurse einführen. Und last but not least, wir arbeiten ohne Sommerpause durch. Um die ÜLO-Maßnahmen besser planen zu können, auch das habt ihr uns mit auf den Weg gegeben, arbeiten wir in Zukunft noch enger mit den Betrieben und Berufsschulen zusammen. Es bleibt allerdings nur zu hoffen, dass uns die Regierung bei einer eventuellen 4. Pandemiewelle nicht wieder kurzfristig unsere Bildungsstätten von einem Tag auf den anderen schließt. Die ersten Forderungen, das zeigt sich, sind umgesetzt. Lasst uns im Gespräch bleiben. Wir hören euch auch in Zukunft zu. Ich persönlich wünsche euch alles Gute und freue mich auf euch als zusätzliche Fachkräfte in der Zukunft fürs Handwerk.